Achtung, ich mache die Mikros auf. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute haben das Mikro wird gestartet, der Podcast geht los. Mit viel Technik im Gepäck legen Liv, Uma, Salim und Adnan los. Die Jungs kommen beide aus Duisburg und die Geschwister aus Kleve. Also nicht nur Gäste aus Duisburg, die im Studio einen Podcast produzieren wollen. Also eine Art Radiosendung zum Mitnehmen. Die vier hatten bisher noch nicht viel mit dem Thema Podcast zu tun, doch für Journalismus und Medien zeigen sie großes Interesse. Und darüber können sie sich im Camp dann informieren und daran spielerisch ausprobieren. Die Geschwister Liv und Uma wollen so noch weiter das Themengebiet erforschen. Also ich möchte gerne etwas über das Thema Reportage und so noch dazulernen. Weil, also ich und Liv, wir waren schon mal in so einem Mediencamp und das hat uns eigentlich ganz schön viel Spaß gemacht. Und dann hat meine Mutter das hier gefunden und uns halt gefragt und dann wollten wir das. Ich habe halt schon etwas Erfahrung damit und ich wollte halt mehr dazulernen. Im Laufe des Feriencamps erleben die vier immer was Besonderes. An einem Tag waren sie zum Beispiel bei der Feuerwehr Duisburg. Dort hatten sie die Chance, die Feuerwehrmänner alles zu fragen, was sie interessiert. Wir haben ja nicht einen Einsatz nach dem anderen, sondern manchmal passiert ja auch längere Zeit nichts. Was machen Sie in dieser Zeit? In dieser Zeit bereiten wir uns natürlich vor auf irgendwelche Sachen, die passieren könnten. Wir haben ja Arbeitsdienst, wo wir Lehrgänge hier machen müssen, wo dann Kollegen vielleicht auch Sachen für einen Rettungsdienst hier kundtun, indem wir dann irgendwelche Auffrischungen machen. Okay, was war Ihr schlimmster Einsatz? Oh, mein schlimmster Einsatz? Das kann man, ja, wenn man jetzt ein paar Jahre dabei ist, kann man schon gar nicht mehr zählen. Hat man schon so viele Sachen gesehen, ich kann es gar nicht sagen. Zurück im Studio wird das Material dann geschnitten und sich auf das nächste Thema vorbereitet. Die Kids haben vor dem Camp schon immer viele Medien konsumiert, aber keiner von ihnen selber etwas produziert. Das möchte der Veranstalter Tarek Lababidi ändern und so auch die Meinungsfreiheit stärken. Im Medienforum. Wir machen ja eigentlich hauptsächlich Bürgerfunk und da geht es auch darum, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, ihre Meinung zu sagen. Und das ist auch irgendwo ein Beitrag zur Demokratie. Ja, also was passiert hier in meiner Umgebung, in meiner Stadt? Das können Leute aus Duisburg auch eben von sich geben und haben das eben selber in der Hand. Also von daher ist Radio machen auch immer ein Beitrag zur Demokratie. Das will er mit dem Podcast Camp erreichen. Ein Camp, was Spaß machen und Interesse wecken soll. Am Ende haben die Kids dann alle zusammen ihren eigenen Podcast kreiert, den sie sich dann zu Hause anhören können.